Horst Mahler ist nicht zur Haft angetreten. Für diejenigen, die nicht wissen, wer das ist, Horst Mahler ist wohl der bedeutendste Intellektuelle der rechtsextremen Szene, wahrscheinlich auch der rechtsradikalen Szene. Wobei ich da, ich gehe da gleich ein bisschen drauf ein, warum ich das unterscheide. Also ganz, ganz kurzer Überblick, wer sich mit Horst Mahler beschäftigt, wird feststellen, das ist eben nicht ein blöder Skinhead oder ein pseudowissenschaftlicher Revisionist, der sich auf Dinge beruft, mehr weil es seinem eigenen Weltbild entspricht, anstatt dass es von Logik und fundierten Wissen jetzt habe ich den Faden verloren. Also, wer sich damit beschäftigt, wird feststellen, dass es gibt eben sozusagen unter den Nazis, wenn ich es jetzt mal so nenne, zwei Gruppierungen. Die eine, und das ist wohl der allergrößte Teil, ist relativ beschränkt, was den intellektuellen Horizont angeht, und daher auch uninteressant, um sich damit zu beschäftigen. Ja, also das ist, da gibt es den Bodensatz, das sind sozusagen dumme Schläger, die sind aus völlig logischen Gründen auch dann von den Antifa-Schlägern nicht auseinanderzuhalten, also auch da gibt es natürlich diesen Bodensatz auf der linken Seite. Und diese Ähnlichkeit ist deswegen so interessant, weil eben Horst Mahler genau diesen Werdegang durchgemacht hat. Der war RAF-Anwalt für die Jüngeren, also Rote Armee-Fraktion. Das war wohl die wohl bekannteste deutsche Terrorzelle im linken Spektrum. Und Horst Mahler war da Sympathisant und auch Anwalt. Und hat selber aber immer vor Gewalt zurückgeschreckt. Ja. Also das ist vielleicht noch eine ganz, wobei später. Ist dann mehr oder weniger umgeschwenkt auf die ganze rechte Instanz des politischen Spektrums, und folgt man seiner Argumentation, also wenn man sich darauf einlässt, dann ist das ein durchaus logischer Schritt für ihn. Es ist eher so, dass die Ideale, sage ich jetzt mal, eigentlich die gleichen sind. Die Frage ist sozusagen, wie sind sie zu verwirklichen? Jetzt ist Horst Mahler eben, wie gesagt, ein hochintelligenter Mensch. Also wenn ihr euch dazu was reinziehen wollt, dann am besten, da gibt es viel Material, aber ich fand interessant, dass es zig Jahre alt, aber ihr findet es bestimmt irgendwo im Netz. Friedmann hat ein Interview mit ihm gemacht. Ich glaube, das war in irgendeiner JVA, ich bin mir nicht ganz sicher, die Qualität ist nicht so berauschend, aber gerade die Kombination aus Friedmann, der aus Gründen, die mir nicht ganz schleierhaft sind, in Deutschland irgendwie so als der Vorzeigejude mal galt, ist natürlich eine interessante Kombination. Jetzt ist eben so, dass der schon einige Zeit oder immer wieder auch mal mit dem Gesetz selber zusammengerumpelt ist, und zwar nicht, weil er irgendwie irgendeine Art von Straftat begangen hätte, die jetzt irgendwas mit Gewalt zu tun hätte, sondern wegen dem Volksverhetzungsparagrafen. Und das hat mich damals schon fasziniert, weil es einfach eines der krassesten Gesetze in Deutschland ist. In, glaube 26 anderen Ländern auch. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Das bröckelt langsam so. Ich bin hier in den USA davon sicher, sozusagen. Ja? Auch wenn es hier andere Gefahren gibt, gesetzlich. Aber die grundsätzliche Idee, dass nicht Taten, sondern eine gewisse veröffentlichte Meinung, also ein Straftatsbestand darstellt, das irritiert mich komplett, ja, und steht auch in keinem Gegensatz zu irgendeiner Art von Diskriminierung oder so weiter, ja, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt
ein Rassist bin, ja, und ich äußere mich irgendwie auf einer sachlichen Ebene, ja, also jetzt Beleidigung ist ja was ganz anderes, auf einer sachlichen Ebene zu irgendwas, weil ich überzeugt bin, dass die, keine Ahnung, Kriminalitätsraten der Schwarzen deswegen so hoch sind, weil sie schwarz sind und nicht, weil sie in infrastrukturell schwächeren Gebieten leben. Und auch gehalten. Ja, nee, lass uns nicht über Politik reden. Ich will es ganz philosophisch halten. Also der Überzeugung, der darf ich logischerweise sein. Dem muss man nicht zustimmen, der Mainstream stimmt dem zum Glück nicht zu, aber es ist logischerweise im Rahmen der Meinungsfreiheit völlig in Ordnung, solche Meinungen zu haben. In Deutschland ist das auch völlig in Ordnung, wenn ich jetzt irgendwie sage, die Türken, die können sich alle nicht integrieren oder irgendwas, ja, dann ist das keine populäre Meinung, aber natürlich darf ich das sagen. Natürlich darf ich das auch schreiben. Ich meine, Sarrazin hat damit viel Geld gemacht. Ja. Und sobald ich aber jetzt in irgendeiner Art und Weise etwas sage, was ansatzweise auch nur in die Richtung von Relativierung der offiziellen Beschreibung der Gräueltaten unter dem Nazi-Regime in Deutschland stattgefunden hat. Ist völlig egal, ob das was Fundiertes ist, ob das wissenschaftliche Erkenntnisse sind oder ob das irgendein Bullshit ist, weil ich halt irgendwie ein Nazi bin. Völlig egal. Sofern ich das veröffentliche wie es so schön heißt, in einer Art und Weise, das ist übrigens Paragraph 130 Strafgesetzbuch, soweit ich mich richtig erinnere, ist das eine Straftat. Das bedeutet, das ist eine bestimmte Meinung, die zu veröffentlichen ist eine Straftat. Und dass das selbst natürlich das größte Nazi-Gesetz ist, so ein Konzept zu haben, zu sagen, also ja, es gibt eine bestimmte Meinung, die ist verboten. Die ist sogar so verboten, dass wir dich so lange ins Gefängnis stecken, dass du damit immer und immer wieder verhaftet werden kannst und eingeknastet werden kannst, wenn du das nicht irgendwie widerrufst. Das ist, da ist es völlig unabhängig, was das für eine Meinung ist. Das geht nicht. Ja? Und wenn man sich dann den Horst Mahler anschaut, dann mag man dem nicht zustimmen. Aber eins ist, wird man feststellen, das ist eine Person, die keinerlei Gewaltverherrlichung predigt, die selbst auch überhaupt keine Gewaltanwendung akzeptiert, also für sich als Person, ich schätze ihn sogar als relativ friedlich ein, von der ganzen Habitus, also man merkt einfach, er ist kein, das ist nicht jemand, der Gewalt in irgendeiner Art und Weise irgendwie selber anwenden würde als Person. Ja? Also zumindest nicht eher als irgendwie jeder x-beliebige Typ, ja, der halt dann irgendwie dann zur Überraschung dann doch seine Frau geschlagen hat oder so. Ja? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, also es gibt nichts an dem, was irgendwie nach Gewalt schreit. Und dennoch, er hat auch niemanden beklaut und so weiter. Also das ist alles nicht passiert. Also diese Sachen, wo wir uns alle einig sind, das ist praktisch ethisch nicht korrekt. Die sind bei dem nicht passiert. Er hat halt nur eine sehr, sehr unbequeme Meinung. Und für diese Meinung sitzt er in Haft und ist jetzt untergetaucht eben. Der war krank. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht, die Nachrichten zu lesen. Ich dachte, der ist inzwischen verstorben. Ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt, was er hat, aber es klang relativ, wahrscheinlich, weiß nicht, was er hat, vielleicht Krebs oder was. Ist auch schon im relativ hohen Alter, ja, also ist auch wirklich in einem Alter, wo du wirklich sagst, hey, komm, ey, ja, lass doch den Nazi-Opa in Ruhe. Hat auch keinem was getan. Ja. Also, egal, jedenfalls, Klar, von der Meinung her, nicht nur nicht Mainstream-tauglich, sondern auch wirklich fragwürdig von ethischen Gesichtspunkten her. Ja. Aber lang nicht so fragwürdig, wie darf ich jemanden wegen der falschen Meinung irgendwo einbuchten. Ja. Und das ist eine Sache, die stört mich an Deutschland schon so lange, so hart. Und es ist auch dieser Zwiespalt. Ja. Ich habe irgendwie
jetzt vor kurzem auf Google Plus hat sich jemand, dem ich folge, irgendwie beschwert, dass irgendwie so viele Nazis rumposten, und das stimmt, ja, also keine Frage, auch auf Facebook ist wahrscheinlich noch schlimmer, ja, da ist was da zur Zeit an rechten Geblödel irgendwie da gepostet wird, ja, und klar, ja, weil es dumm ist, vor allem meistens, ja, weil wenn es ja klug wäre, dann wäre es halt eine andere Meinung, ja, aber es ist es ja meistens nicht, meistens ist es wirklich dumm, und klar nervt es, ja, und die Leute, die sind ja übrigens alle nicht im Knast, ja, also obwohl die teilweise Sachen sagen, ja, wo direkt zur Gewalt aufgerufen wird, teilweise, ja, also dass da dann irgendwo der Schnitt gemacht wird, das verstehe ich ja noch, ja, zu sagen, ja, also wenn du natürlich sagst, wir kloppen jetzt alle Schwarzen und so, dann kann man da vielleicht präventiv schon Maßnahmen ergreifen, ja, auch, wobei da musste man dann auch diskutieren. Ja. Nur weil ich jetzt einer bestimmten Überzeugung bin und die auch äußere, ja, mag einem nicht schmecken, ja, aber ich meine, das muss Meinungsfreiheit aushalten, letztlich. Ja. Ist ja nicht so, dass es die Verantwortung nimmt von denen, die danach handeln. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie behaupten würde, uns ging es besser, wenn wir alle Christen verbrennen, und dann macht das jemand und beruft sich darauf, dann wäre er auch verantwortlich für seine Taten und könnte nicht sagen, ja hab ich im Internet gehört. Was soll das? Aber das ist eben sozusagen die Neuigkeiten des Tages. Ich will es gar nicht so lange machen. Ja. Aber denk mal darüber nach, weil es gerade jetzt auch, wir sind gerade in so einer Zeit, ich kriege ja Deutschland wirklich nur noch durchs Internet mit, deswegen... bitte verbessert mich, wenn ich da falsch liege, ja. Aber ich habe durchaus den Eindruck, dass das stimmt, also das Internet macht einen Rechtsruck, extrem sogar, ist es bestimmt eher ein Grund, solche Art von Gesetzgebungen zu haben, ja. Also ihr merkt es ja, ja, also ich verteidige Nazis nicht, weil ich mit ihnen ideologisch übereinstimme, sondern weil es nicht in Ordnung ist für eine Gesellschaft zu sagen, also wir lehnen Faschismus ab und um uns davor zu schützen, praktizieren wir ihn. Ja, also das macht keinen Sinn. Ja, das macht wirklich keinen Sinn. Und insofern wird es bestimmt jetzt rauschen im Internet, wenn man den noch kennt. Ja, also ich muss ja zugeben, Horst Mahler ist ja wahrscheinlich jetzt von den meisten Leuten ein bisschen ab vom Schirm. Er ist ein bisschen zu lange her für euch. Ja, und die ganzen Zündels und was. Aber überlegt euch gut, ob man da nicht eingreifen will, weil bestimmt wird es im Internet jetzt die ganze rechtsradikale Szene, wird da aufrufen, natürlich starten diesbezüglich, wird sich da positionieren, wahrscheinlich sogar ähnlich argumentieren wie ich, mit anderem ideologischen Background natürlich, aber da muss man jetzt überlegen, wie man dazu steht, ja, und ich würde mich da jetzt an der Stelle von den Freidenkern, ja, die den Aufgewachten und so weiter, ja, würde ich mich da jetzt wirklich überlegen, wie ich mich dazu positioniere, ja, also dann nicht gleich auf jemanden draufhauen, obwohl ihr wisst, das ist eigentlich ein Nazi-Depp, sondern überlegt euch mal, ob das nicht eine begründete Forderung ist, ja, zu sagen, sowas muss man aushalten können als Nation, ja, und als jeder, ja, als Jude, als Deutscher, als Weltbürger, völlig egal. Das muss gehen, ja, das muss einfach gehen. Und es gibt einige Meinungen, die stinken mir auch, ja, aus ganz anderer Natur, ja. Die hätte ich auch gern übrigens, dass die sich nicht äußern, ja, aber ich würde sie ihnen echt nicht verbieten, ja. Ich würde sie ihnen echt nicht verbieten und schon gar nicht würde ich sie für einknasten. Also das ist eine interessante Geschichte. Ich hoffe, dass es, er ist mir als Mensch ja relativ egal, wenn ich ganz offen bin, ja, aber als Prinzip ist es eben eine Sache, die hoffentlich dazu dient, dass es jetzt ein bisschen rummelt. Macht da ruhig auch mal euch ein bisschen Gedanken, wie eine Welt aussehen würde, wo das nicht so der Fall wäre, ja. Wie
es würde sich ja, also wäre das wirklich eine Gefahr? Ja, wäre das eine Gefahr, wenn ich keine Ahnung, ja, wenn ich sagen dürfte, ich glaube nicht, dass 6 Millionen Juden vergast worden sind. Ja, wenn nicht vergast, aber insgesamt umgebracht worden sind. Ja. Ich habe mir immer die Frage gestellt, ehrlich gesagt, ob das nicht sogar Nazis produziert, ja, so eine Art von Gesetzgebung. Ja. Ob ich nicht irgendwas, also ich meine, ich bin ja selber sozusagen Verschwörungstheoretiker, ja. Ja, also wenn mir jemand sagt, ich darf gewisse Meinungen nicht haben, ja, so irgendwie, also stell dir mal vor, es wäre verboten, irgendwie den Commission Report vom 11. September zu hinterfragen. Ja. Wie viele von uns hätten da ernsthaft rechtliche Probleme, jetzt mal ganz ehrlich, ja. Also, ja, das geht nicht, ja. Das geht einfach nicht. Also, wenn ich eine offene Gesellschaft haben will, wenn ich eine freie Gesellschaft haben will, wenn ich eine liberale Gesellschaft haben will, dann muss ich auf jeden Fall Meinungen erlauben. Ja? Egal, wie die mir die schmecken, auf einer persönlichen Ebene. Und das muss gekippt werden. Ja? Und ich mache wirklich einen ganz, ganz komischen Appell. Ich weiß auch wirklich nicht, wie ich das formuliere, ohne dass es nicht komisch klingt. Ja? Aber zieht da mal an einem Strang in der Geschichte. Ja? Mach da mal nicht jetzt irgendwie rechts gegen links immer diese blöde Sache. Das hat damit nichts zu tun. Das hat damit wirklich nichts zu tun. Ihr könnt über die Nazis schimpfen, wie ihr Lust habt. Ja, sollt ihr auch machen. Wenn sie Schmarrn erzählen, dann können sie auch zurechtgestutzt. Keine Frage. Aber das ist ein Gesetz, das muss weg. Ja, das muss wirklich weg. Das ist eine Schande für eine Demokratie. Und insofern, ich weiß nicht genau, ob das die Tagesmedien machen wird, wahrscheinlich nicht, sowas wird immer irgendwie totgeschwiegen, ja, aber wenn es irgendwo auftaucht und so weiter, ja, macht euch da mal Gedanken, die darüber hinausgehen, als zu sagen, wir müssen jetzt den Nazi finden, ja, weil den finden die schon, das ist ja nicht das Thema. Ja. Oder der taucht irgendwo unter. Es ist also wurscht, verstehst du, das ist ein 90-jähriger Mann oder was, das ist ja wurscht. Ja. Aber das Prinzip ist eben ekelhaft. Also wirklich ekelhaft. Ja, insofern schauen wir mal, wie das wieder die Gesellschaft spalten wird, solche Geschichten. Bin ich gespannt. Ich bin jedenfalls der Überzeugung, dass es gut wäre, wenn man öffentlich auch diskutiert wird. Ja? Dass man so einen Scheiß mal los wird. Und die Mainstream-Meinung wird sich dadurch nicht ändern. Es ist nicht so, dass auf einmal irgendwie 1000 Nazis mehr aufploppen. Die ploppen eher aufdauernd. Ja. Da kann man Graphen zeichnen. Ja. Also das ist praktisch ein Hintergrundrauschen. Und sobald ich irgendwie mit gewissen Ängsten konfrontiert bin und so weiter und das dementsprechende Wissen habe und die dementsprechende Intelligenzhürde nicht überschreite, dann bin ich für sowas offen. Ja. Deswegen sind die auch nur die intelligenten Nazis überhaupt interessant, ja, weil ob die Dummen jetzt auf der linken Seite schlägern oder auf der rechten Seite schlägern, das ist doch scheißegal. Ja. Das ändert nicht den politischen Wind und ist im Prinzip, der interessante Faktor ist dann nicht der politische, sondern der Straftatbestand, also zu sagen, also da hat jetzt jemanden aus welchen Gründen auch immer, ja, angegriffen. Das ist doch das, was die Gesellschaft eigentlich nicht braucht. Ja. Ja, bevor ich jetzt labere. Also wie gesagt, denkt man drüber nach. Ist meiner Meinung nach eines der größten Probleme, die ein freies Denken in Deutschland wirklich unterdrücken. Also wenn wir jetzt über neuere Themen wie Fake News und so weiter reden, dann baut es auf sowas auf. Ja. Also so eine Diskussion kann es gar nicht geben, ja, ohne nicht ein Paragraphen zu benennen, der offiziell Meinungen verbietet. Ja, ganz einfach. Ich wünsche euch was.